Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Und da wir aktuell das World Tournament auf Global haben, dachte ich mir, ey, es gibt doch auch eine World Tournament Kategorie. Lass uns da mal ein Team bauen aus dieser Kategorie und einfach mal das Ganze showcase und gucken, wie das Ganze läuft. Und das ist quasi der Plan für heute. Bin gespannt, was diese World Tournament Kategorie drauf hat, by the way. Aber wir werden das gleich merken. Lass uns erstmal reingehen, bevor ich das sage, und uns die World Tournament Kategorie ansehen. Okay, wir sehen auch schon hier, gar nicht mal so schlecht, wir haben hier 3 LR, die nutzen wir, werden wir auf jeden Fall nutzen, diese 3 LR, Freunde. Welche Nieder nehmen wir aber? Wir haben hier damals für den uns krumm und schief gepult damals, der kam erst nach etlichen Tickets, aber zum Glück ist er damals gedroppt, nämlich dieser Jackie Chun, droppt aus dem Dragon Ball Saga Banner und der gibt Awaked, World Tournament Kategorie Charaktere Key plus 3 auf HP, Attack und F70%. Also ganz klar, nehmen wir den als Leader. Aber ihr seht auch schon, das wird vielleicht ein bisschen Classic-Team. Das sind nicht alle auf SC10, nicht jeder hat einen Dupe etc. Das sind so mal Back to the Roots, sag ich mal. Okay, der ist auf SC1, nehmen wir mit als unser Leader. Dann haben wir die 3 LR. Mr. Satan, den habe ich auf SC10. Den habe ich nicht auf 20 gebracht. Ich finde, der ist mehr nice to have. Ich habe den keinen Orbs gegeben. Einfach mal mit reinnehmen. Ten Shinhan ist in der Hinsicht gar nicht mal so schlecht eigentlich. Der ist bei mir auf SA14, mit den Sleeping Kais habe ich das Ganze gemacht. Und aber den nehmen wir auch mal auf jeden Fall rein. Und mein Team wird wahrscheinlich so der... Unser Hauptcharakter im Team, der Sachen Schaden macht, tankt etc., der einfach herausstechen wird, sage ich mal. Und dann nehmen wir einfach mal mit hier, wen haben wir noch? Nehmen wir mal den mit, warum nicht? Der hat Shattering Limit, Shocking Speed. Viele Charaktere, beziehungsweise, ja, Mighty Messer, Shocking Speed, aber Shattering Limit haben die anderen Charaktere. Nehmen wir mal den mit. Und, wartet mal. Was ist das für ein Savage? Was ist, was? Der ist eine World Tournament Kategorie? Was ist das für ein frecher Charakter? Das ist ja nicht mehr family friendly, ist das nicht mehr. Yamchu. Was hat der drauf? Warte mal, hä? Huge Damage, doch gar nicht mal so gut. Gibt jeden Typus plus 1000 auf die Verteidigung. Hat selber 2000 auf die Verteidigung. Hat der einen Dokkan Awaken? Vielleicht wird er dann, vielleicht ist es ein Bait. Guck mir mal, nehmen wir mal den, ob der einen Dokkan Awaken hat. Hey, jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich neugierig, ob der nach, wie der nach dem Dokkan Awaken wird. Was, nur eine Medaille von Ten Shinhan und dann, wie wird der? Hä? Was ist das für ein Bild da unten? Was geschieht mit dem? Das ist doch... Was? Dieser Drecks Yamcha, oh mein Gott, ihr wisst, wie ich zu Yamcha stehe. Das ist der größte Troll-Charakter, den es gibt, ohne Spaß. Das war damals die April-Scherzkarte von Yamcha und der Dude. Ihr wisst, wie ich zu Yamcha stehe. Das ist einfach ein Lappen, wenn ich das mal sagen darf, in der Dragon Ball, im Dragon Ball Universum. Und das war damals eine April-Scherzkarte, wenn ich reden konnte. Und guck mal, was nach seinem Dokkan mit ihm passiert. Die haben ihn fett getrollt. Selbst die Macher wissen, dass der einfach ein großer Troll ist. Die haben so richtig cool, erst Savage-like vorne mit einem Stinkefinger, ja, nicht mal family-friendly hier die Sache. Und danach bringen wir ihn zurück auf den Boden der Tatsachen. Und guck mal, was er nach Awakening drauf hat. Da gibt jedem Typus minus 1000 auf die Verteidigung. Und immer am Anfang der Runde senkt sich seine Verteidigung auf 0. Ja, das ist ein Troll-Charakter, Freunde. Wir bringen ihn zurück. Wir bringen ihn auf den Boden der Tatsachen, würde ich sagen. So legitimately, wie das hier ist. Oh, am Artwork. Das ist so ein Troll, ganz ehrlich. Ich kann den Charakter einfach nicht leiden. Was heißt nicht leiden? Aber ich finde den einfach... Ich finde den einfach so... Also, er ist so ein großer Lappen. Aber auch, weil er das ist, finde ich ihn irgendwie witzig. Aber wir nehmen ihn einfach mal und packen ihn als Team. Einfach als Troll-Freunde. Und ihr merkt auch schon... Das Team ist jetzt nicht das beste World Tournament Team, das ist mehr oder weniger ein Troll-Team. Ich hatte einfach mal Bock drauf, den Boy hier, ich habe das lange nicht gemacht, ich hatte den so lange in meiner Box, ich habe den nie awaked, nie, ich habe den einfach immer da gehabt und deswegen, lass uns einfach mal mitnehmen, dieses World Tournament Team, dieses Troll-Team, mehr oder weniger, nur Yamcha ist ein Troll, die anderen Charaktere sind eigentlich solide, aber lass uns mal einfach gucken, was da so geht. Wir gehen mal in das 5. Boss Rush. Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu seid und ja, dann ja, und das Ganze unterstützen wollt, Freunde, dann lasst auf jeden Fall auch ein Abo da, und wenn euch das Ganze natürlich gefällt, im Gegenzug. Aber gucken wir mal, hat jemand Jackie Chun? Ich glaube, ah, doch, tatsächlich. Okay, denn ich wollte eigentlich, mein anderer Plan wäre, dass ich dann Ding nehme. Statt Jackie Chun. Was nehmen wir hier? Moment, Freunde, da müsst ihr schon gute Items mitnehmen, dass ich statt Jackie Chun dann.
Dingsbums nehmen wollte. Wie heißt der Dude? Elegant Kidama Goku, jetzt dieser Yamcha ist so ein Show, Freunde, ohne Spaß. Die Macher, die Entwickler, je nachdem, Akira Toriyama selbst weiß, was für ein Lappen der Junge ist, und die haben den einfach so disrespected. Ich finde das so cool, was die mit dem gemacht haben. Anyway, wir werden nicht das ganze Boss Rush machen, wahrscheinlich nur ein Charakter oder ein Event, das von Goku. Werde gespannt sein. Guck mal, wie der da rumliegt, dieser Lappen. Aber hey, ganz ehrlich, den tue ich rein und raus, weil der hat jetzt solche null Verteidigung. Einfach null. Wisst ihr, was der. Wisst ihr, was für ein Schaden der bekommt, Alter? Das ist. Warte, der hat einen Kosten, ne? Kosten 1. Ja, seht ihr, das ist so ein Showdown, Freunde, ohne Spaß. Aber ich bin umso mehr auf die anderen Charaktere gespannt. Wer hat hier mehr Verteidigung? Satan. Nee. Nicht mal einer Satan hat. Jackie Chun, unser Master, hat mehr Verteidigung. Aber an der Stelle, der hat, glaube ich, der ist gar nicht mal so schlecht, Jackie Chun, um ehrlich zu sein. Lass abchecken. Supreme Damage macht er und zieht den Gegner, also zieht die Ulti des Gegners. Attack nach 70%, at start of turn. Und er survive, also er überlebt einen KO-Angriff, wenn die HP 20 und drüber sind. Der ist echt gar nicht mal so schlecht. Und dass er der Leader ist, ist auch nice. Leider nur 70%, aber das ist mal so ein Oldschool, Freunde. Das ist mal. Das so waren die Teams damals. Maki plus 3, 70% Leader. Natürlich waren das dann Mono-Teams. Aber ja, so, ich sag mal, back to the roots. Mal gucken, wie die Charaktere sind. Wie gesagt, sind nicht alle Max-Level, nicht alle Max-Dupe. Irgendwas, nicht mal. Nicht jeder hat einen Dupe und so. Gucken wir einfach mal, ob wir das Super Saiyan 4 Goku-Event schaffen. Lass mal das machen. Ah, die Animation von dem sieht geil aus an der Stelle. Peace. Der hat einen Geseed, Gott sei Dank. Und Tank mit 18.000. Das kann man verkraften, ja. Wir sind 2x 70%. Ich guck dir mal an, bitte. Wie ist dein Artwork? Ey, ist okay, nun kann man mehr. Sein Essay-Animation. Es ist so ein Troll, Freunde. Es ist so ein Troll. Es ist unfassbar. Unfassbar. Ohne Spaß. Aber von L-Attention erhoffe ich mir eigentlich etwas. Auf jeden Fall. Der ist noch geseed. Ja, ist er. Dann machen wir das Ganze mal so. Boom. Und Jackie Chun ist nice. Ihr merkt schon. Er kann ziehen. Es gibt wirklich gute World Tournament Charaktere. So ist es nicht. Ich habe, wie gesagt, mir ging es hier nicht darum, das beste World Tournament Team zu spielen. Einfach mal die Charaktere reinpacken. Einfach mal die Kategorie Showcase, das Team Showcase. Und er hat einen Stunt drauf. Nice, er hat den gesandt. Und wie heißt er, diesen Yamcha endlich mal einmal zu benutzen. Ich habe den nie benutzt. Er ist sehr verstaubt. Mir ist es gestern eingefallen. So, ey, wir haben doch World Tournament online. Nimm mal den Dude und lass das Ganze mal so ein bisschen. Ja. Tu den Penner mal Showcase oder einfach mal den Show mitnehmen und gucken, was da abgeht. Und natürlich hier unser Boy Mighty Mass, der wird am meisten hier reißen im Event. Und ich denke, dank Mighty Mass werden wir das mehr oder weniger gewinnen. Beziehungsweise auch die anderen Charaktere, checken schon ganz wichtig, hat ein Ziel drauf. Attention hat einen Stunt drauf, er ist eh gestunt die Runde. Also würden wir auf jeden Fall das schaffen können, Freunde. Dieser Yamcha ohne Spaß, ey. Keine Ahnung, wie steht ihr zu Yamcha, Freunde? Wie steht ihr zu Yamcha? Lasst mich in den Kommentaren wissen, weil viele von euch. Die feiern Yamcha in dem Sinne, dass die halt den witzig finden, weil er eben so ein Troll ist, so ein Lappen, sage ich mal. Andere von ihnen wie ich können mit ihm nichts anfangen, aber ich will ihn nicht so, finde ihn nicht abstoßend oder so. Warte mal, wir sind nicht im Super Saiyan 4 Goku Event, wir sind in dem von Gogeta. Achso, stimmt, Boss Rush 5 war ja das neueste, nicht das neueste. Boss Rush 6 das neueste, aber 5. Okay, stopp, ich dachte, wir wären vom vierfachen Goku im Event. Das war Boss Rush 1 davor, aber ich weiß gar nicht mal, ob wir da mit Goku gestartet hätten oder nicht. Anyway, egal, wir sind bei Gogeta. Ob wir Gogeta schaffen, ist die andere Frage. Weil bei Goku hätten wir mindestens Typenvorteil. Aber ja, gucken wir einfach mal, wie das Ganze läuft. Ja, oder, ja, Yamcha, ich kann mit dem nichts anfangen, ohne Spaß, aber. Also, ich tue jetzt auch nicht verabscheuen oder so, ne. Der ist ja schon Part von Dragon Ball, sag ich mal. Und, ja. Der trägt halt kaum was bei, aber der ist halt witzig, mal hier, mal da. Aber ab und zu, also oft ist es auch einfach nervig und sinnlos, da finde ich. Aber gut, so ist das Ganze mit unserem Boy. Jetzt bin ich aber umso mehr drauf gespannt, was hier abgeht. Vegeta tun wir Sinen, Kakarot ist gestunt. Auf Kakarot gehen wir mal drauf. Und ja, Mighty Mass, Freunde. Mighty Mass wird das Ganze schaukeln müssen, hoffentlich. Und ja, aber Freunde, interessant, weil damals hat man echt solche Lieder gehabt und musste damit durchkommen. Das waren dann quasi Mono-Leader, zum Beispiel, ey, Super Saiyan 3, Agel, Super Vegito, der hat dann Agel-Charakter in Ki plus 3 gegeben, 70%. Davor gab es ekligere Leader-Skills, zum Beispiel Gogeta, Ki plus 3 und einen konstanten Boost auf nur Angriff oder so, irgendwie sowas. Und davor gab es die Nuker. Und mit den Nuker-Leader konnte man gar nichts anfangen. Da kam das Broly-Event raus, erster Theo-Charakter, und der hat jeden links und rechts weggefegt. Ja, Broly, also. da hat man Cell gebraucht, Tech Cell, um mit ihnen nuken zu können und das Event gewinnen zu können. So ging es da mal ab, Freunde. Und jetzt haben wir wirklich Luxusprobleme. Jetzt tut jedes gute, annähernd gute Team links und rechts alles wegfegen. So mehr oder weniger, ja.
Und ja, natürlich gibt es jetzt super Battlefield, Battlefield und so, darüber, das ist schon nice und so. Da braucht man dann auf jeden Fall viel Vielfalt und so, das ist dann nicht zu vergleichen mit Dokkan-Events. Aber ich sag mal so, ja, ich sag das nie umsonst, wenn ihr ein Potara-Team habt zum Beispiel. Vor allem das Potara-Team, ein gutes Potara-Team, dann habt ihr das Spiel durchgespielt für die nächste Zeit. Ich sag das nicht nur so, Freunde, ich sag das legit nicht nur so. Gut, der ist gesandt hier an der Stelle, aber der bekommt... Ah, ich hätte den unten sollen trotzdem, warum habe ich das jetzt so gemacht? Egal. Und ja, dieser Yamcha, der liegt da einfach nur rum, legit. Aber ich finde das so witzig, dass die aus dem Show gemacht haben. Das ist unglaublich, ohne Spaß, Freunde. Dieser Yamcha. Aber bis jetzt schlägt das Team echt gut, aber jetzt haben wir, glaube ich, gar keine Chance. Weil mein Team macht jetzt auch keinen Schaden. Jetzt ist es Jackie Chunidis, oder? Ich denke schon, let's go. Jackie, der muss es jetzt drehen, Freunde. Irgendwas muss er raushauen. Irgendwas. Lass mal, wo ich sag, nee, wir nehmen mal das hier, boom. 55% Heal und Damage Reduction an der Stelle. Und jetzt? Oh mein Gott, das kann entweder lange... wir kriegen gleich Dokkan-Mode, okay. Ah, bei dem aber schon, Ja, den kriegen wir eh nicht down. Dokkan-Mode, ob ein Dokkan-Mode so hilfreich sein wird. Wir machen gar keinen Schaden, oh mein Gott. Was ist denn jetzt los? Ach du Heiliger. Wir machen gar keinen Schaden, Freunde. Also das Broly-Event damals zum Beispiel, dafür habe ich eine halbe Stunde im Schnitt gebraucht, um das zu schaffen, ohne Dragonstone zu verschwenden. Aber oft habe ich auch einfach einen Dragonstone damals verschwendet, weil das ging sonst zu lange, das keiner weiß. Naja, Oh Gott, das wird jetzt so lange dauern, Freunde. Mein Jackie ist auch nicht auf SEC, ne? Der Friend war, ist der auf SEC? Ja, Mann. Meiner nicht, holla. Auf den jetzt einen Dokkan-Mode zu starten, bringt halt legit gar nichts. Bringt halt legit gar nichts, Freunde. Ja. Keiner weiß. Ich würde sagen, vielleicht lass den Dokkan-Mode machen. Dann versuche ich das Ganze mal zu schaffen. Heißt, ich werde dann nach dem Dokkan-Mode einen Cut machen und rüberspringen, weil das wird sicherlich sonst viel zu lange gehen. Um einfach mal zu wissen, ob ich das schaffen oder nicht. Wie gesagt, nach dem Dokkan-Mode gibt es dann Cut, Freunde. Und dann sehen wir uns danach, ob wir das geschafft haben oder nicht, weil sonst wird das viel zu lange. Also bis gleich. Ja, Freunde, wir nähern uns dem Ende. Ich habe keine Items oder gar nichts. Ich habe es bis hierhin geschafft. Ich habe noch einen Dokkan-Mode auf Mighty. Aber ich glaube, das wird es gewesen sein nach dem zweiten Dokkan-Mode. So lange bin ich schon dran. Ich habe einen zweiten Dokkan-Mode bekommen. Aber ja. Ja, Freunde. So viel dazu. Ich verabschiede mich schon mal legit, weil das werden wir nicht schaffen. So viel schon mal dazu, denn... Ja, das war wie gesagt nicht das beste World Tournament Team, sondern ein Troll Team. Ihr habt schon gemerkt, Yamcha hat dafür gesorgt, dass ich da nicht die ganzen, ja was auch immer das sind, da Felder betätigen kann oder whatever. Anyway, lange Rede, kurz Sinn, wie gesagt, soll einfach nur ein bisschen zum Spaß sein, dass man jetzt so ein Team-Bow einfach diesen Yamcha mal einfach, Hauptsache ich kann mal sagen, ich habe den benutzt, den Penner. Ja. Aber ihr habt es gemerkt, mehr Troll geht halt echt nicht. Freunde, wenn euch das Ganze dennoch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, Freunde. Das ist Satan, ist hier K.O. gegangen. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Viel Spaß im World Tournament, falls ihr noch grinden werdet. Bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace.